Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 66, lieber Defner. Und heute sitzen wir da ganz solide im Studio mit weniger PS unterm Sitz nach unserer Tesla-Fahrt. Ja, aber du hast gerade noch überlebt sozusagen, noch einmal dem Tode von der Schippe gesprungen. Ich bin Fahrrad gefahren, habe gelernt, was es heißt, aus dem Tritt zu kommen, weil nämlich einfach wirklich mein Pedal ist abgebrochen. Also nicht das Pedal irgendwie unten, wo das Pedal dran hängt, sondern mitten dieser Holm, an dem das Pedal dran ist. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Und es steht das Made in France dran. Made in France. Du bist ja so ein Frankreich-Fan. Ich habe ja immer schon gesagt, das wird nichts mit dem Land. Und der Beweis haben wir jetzt hier mit meinem kaputten Pedal. Bist du immer zu erschütterungsreich gefahren wahrscheinlich, ne? Und ich dachte immer, der Chapitz hat ein Rad ab. Nein, er hat noch ein Pedal ab. Oh, wunderschön. Und gleich wieder im Karlauer gestanden. Aber apropos aus dem Tritt. Die deutsche Wirtschaft ist ja auch aus dem Tritt das geraten. Das kann man schon so sagen. Ein kleines Minus im zweiten Quartal. Da jubiliert Quartal. Der Bär wieder und hofft, dass er seine Rezessionswette noch gewinnt. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch enorm gestiegen, muss man das sagen. Stimmt. Nachdem das zweite Minus war und das dritte hat die Bundesbank jetzt auch gewarnt, dass das dritte jetzt auch im Minus sein könnte und zwei Minusquartale in Folge, dann wären wir in der sogenannten technischen Rezession. Und damit hättest du deine Wette gewonnen. Ja. Aber trotzdem sehe ich nicht so schwarz, dass es jetzt eine tiefe, schwere Rezession wird. Das ist dann halt eine Delle. Okay, müssen wir durch, kommen wir durch. Aber ich fürchte jetzt auch, an dieser technischen Rezession werden wir nicht mal vorbeikommen. Also das IMK beziffert die Wahrscheinlichkeit auf 43%. Da frage ich mich, das ist ein bisschen wenig, finde ich, wenn man schon mit einem Bein in der Rezession steht. Und 50%. Ja, wenigstens 50, würde ich sagen, ja. Und wenn die Rahmenbedingungen sich nicht verändern, die Damoklesschwerter sind ja immer noch da. Handelskrieg tut sich nichts und Brexit tut sich auch nichts, außer dass Herr Johnson immer wieder kommt und ruft, entweder gibt es einen Deal oder wir gehen. Also von daher. Aber auf der anderen Seite droht ja nun auch offiziell der amerikanischen Wirtschaft eine Rezession, die böse inverse Zinskurve. Hat letzte Woche die Wall Street in Angst und Schrecken versetzt. Die Wall Street hat gern schwärzesten Tag des Jahres verbucht, über 3% das Minus im Dow, weil eben die kurzfristigen Zinsen bei den zweijährigen Anleihen höher waren als die bei den zehnjährigen. Ja, und da müssen wir kurz erklären, was hat das mit dieser Inversion auf sich? Ich weiß nicht, da lief dann so ein Bär durchs Feld bei CNBC so, und meine Kinder sagten, Papa, das bist du hier. Und das war wirklich lustig. Morgens so, wow, well, sell-off. Inzwischen hat sich da wieder etwas beruhigt. Inversion, was heißt das? Man kann ja einfach gucken, für jede Laufzeit gibt es ja einen Zins bei den Staatsanleihen. Für einjährige, zweijährige, dreijährige, vierjährige und so weiter bis zu 30 Jahren geht das ja. Und normalerweise ist es so, wenn du dein Geld länger verleihst, also längere Laufzeit, kriegst du einen höheren Zins, weil auch die Risiken höher sind. Du musst dein Geld länger weggeben, möglicherweise geht der Schuldner pleite, möglicherweise kommt die Mega-Inflation oder was alles schief gehen kann. Und deswegen kriegt man für die langen Zinsen immer mehr als für die kurzen. Nur in dem einen Fall, wenn es böse Zukunftsaussichten gibt. Und der Bär kommt, und wenn es düster wird und man sich denkt, die nächsten Jahre werden dunkel, dann wird auf einmal der kurzfristige Zins ist dann höher als der langfristige, weil der langfristige geht runter und dann haben wir diese Inversion und das ist das, was den Leuten Angst macht. Und man muss sagen, es ist ein wirklich guter Vorhersage, Predictor, wie der Angelsachse sagt, also ein Vorhersagebarometer für eine Rezession. Und die letzten Rezessionen sind alle perfekt vorhergesagt worden. Das Problem ist nur, man weiß nie, wie lange es dann dauert, bis die Rezession wirklich kommt. Das kann bis zu 2 Jahren dauern. Also wenn jetzt die Inversion da war, könnte sein, dass wir es in 2 Jahren die Rezession haben. Ich glaube, einmal hat diese Dings nicht gestimmt, 1965, 66. Damals hat dann die inverse Zinsstruktur nicht auf eine Rezession hingedeutet. Die letzten 5 oder 6 Male waren es immer. Mein Geburtsjahr, da ist ja auch der Bulle geboren, 1966, und der hat dann die Rezession abgewendet. Da werden die Gravitationskräfte ausgeschaltet, wenn Podcast-Folge 66. Und interessant habe ich auch gelesen, in einem halben Jahrhundert vor 1929, da gab es auch eine inverse Zinskurve. Und in dieser Zeit hat aber die niedrige Inflation für eine starke Steigerung der Produktivität gesorgt, vor allem auch, weil es damals bahnbrechende Innovationen wie etwa Telefon, Elektrizität oder den Verbrennungsmotor gab. Das sind natürlich auch ein bisschen Parallelen auf die heutige Zeit, weil wir natürlich sehr, sehr viele disruptive Technologien haben, die die Welt verändern und auch eben für niedrige Inflation sorgen und entsprechend dann auch die Zinsstrukturen ein wenig durcheinander wirbeln. Also von daher müssen wir jetzt auch nicht zu sehr Angst haben vor einer Vielleicht ist es ja auch die Vorhersage, dass wir
ein goldenes Zeitalter haben, wo es durch technische Innovation wir alle ganz billig leben, es keine Inflation mehr gibt und deswegen die langfristigen Zinsen. Ja, Defners goldene 20er Jahre. Wunderbar. Ich habe ja dann statt des Fahrrads mir so ein Uber genommen und bin dann mit dem Uber weitergefahren und die machen ja auch Verlust. Also die schenken mir ja sozusagen was, wenn ich Fahrrad fahre. Vielen Dank, liebe Uber-Aktionäre, dass ihr mir meine Fahrt gesponsert habt. Und vielleicht ist das ja das neue Zeitalter, dass uns Leute so Sachen schenken. Ja. Ich sage auch, mein Bär heute hat auch was mit Verschenken zu tun. Ich bin gespannt. Aber vielleicht noch eins zu, ich habe ja dann doch Hoffnung, dass dieses Rezessionssignal für die US-Wirtschaft doch vielleicht auch Herrn Trump ein bisschen zur Vernunft bringt. Der hat ja auch wirklich, war ja schon persönlich wieder beleidigt und hat dann noch mehrmals betont, von Rezessionen hier zu sprechen wäre unfair und überhaupt die amerikanische Wirtschaft wäre ja so stark momentan und die Verbraucher hätten ja dank seiner Steuerreform so viel Geld, dass sie ausgeben und so weiter. Das stimmt ja auch, muss man sagen. Der Verbraucher ist der, der die Welt noch rettet. Muss man sagen. Der amerikanische Verbraucher ist ja mal derjenige, der auch optimistisch ist und dann sein Geld ausgibt und auch gerne auf Pump lebt, nicht wie der Deutsche, der zu Negativzinsen sein Geld dann irgendwo hinpackt. Also das hilft dann der Ökonomie und solange die noch so optimistisch sind. Aber wenn natürlich da man mehr Angst bekommt, kann das auch ins Gegenteil sich verkehren. Aber trotzdem hoffe ich, dass eben Trump so ein bisschen zur Vernunft kommt. Eine andere Aussage, er hat ja den Apple-Chef getroffen auf seinem Golfplatz. Ja. Und gesagt, Tim Apple. wie er ihn schon mal früher genannt hat. Ja. Tim Cook. Und ja, dann gut, dass er ja mal sich auch informiert, was seine Strafzölle für Auswirkungen haben. Das könnte man ja auch vorher machen. Aber jetzt hat ihm ja der Apple-Chef gesagt, dass Samsung da einen Wettbewerbsvorteil hätte, wenn Apple auf seine China-produzierten iPhones dann Zölle zahlen müsste. Und plötzlich sagt der Trump, oh, gutes Argument, muss ich mal drüber nachdenken. Ja, und also er ist durchaus zum Nachdenken fähig. Ja. Ja. Und er hat ja auch diese Strafzölle, diese letzte Runde vor 2 Wochen jetzt schon mal, oder nee, was, letzte Woche? Ja, kürzlich. Dann eben nochmal verschoben von September auf Mitte Dezember, weil er offenbar doch auch Angst hat, dass die Preise, er sagt ja eigentlich immer, die Chinesen zahlen die ganzen Strafzölle, also wo ist das Problem? Aber offenbar hat er doch Angst, dass die amerikanischen Verbraucher die bezahlen müssen und dass dadurch sein Weihnachtsgeschäft kaputt gemacht wird, wenn plötzlich Laptops und Mobiltelefone und dergleichen und alles teurer wird. Diese ganze Spielzeugtand aus China, wenn der teurer wird. Also ich glaube, so langsam kommt da ein bisschen eine Vernunft auf und dann hoffe ich doch, dass vielleicht er bereit wird zu einer Einigung im Handelskrieg, denn ich meine, was er wirklich nicht gebrauchen kann, ist mit einer, wenn wir sehen, hier 1 bis 2 Jahre Vorlauf sozusagen für die Rezession, die diese Zinskurve anzeigt, dann kurz vor den Präsidentschaftswahlen in eine Rezession reinzuschlittern, das wäre natürlich verheerend für ihn und deswegen, ich hoffe auf Vernunft. Und, möchtest du gleich noch eine Wette machen, ob wann das Damoklesschwert abgehängt wird? Wie viel hast du da schon verloren? Ich glaube 2 oder 3. Alter, mehrere. Dass du immer auf die Vernunft bei Herrn Trump setzt. Faszinierend. Aber ein bisschen wirtschaftliche Vernunft hat er ja. Er ist ja Ökonom. Okay. Und Unternehmer, nicht Ökonom. Und weil ich ja der Bär bin, muss ich noch einmal sagen, diese negative Zinskurve kann natürlich auch, es gibt ja so einen Begriff Reflexivität, wenn die bösen Märkte in die Realwirtschaft dann wirken und die Leute sehen, oh, Minuszinsen, wenn du auf 30 Jahre Minuszinsen, wie düster ist das denn? Und dann ihre Investitionen zurückstellen, ihre Käufe zurückstellen. Und so kann es auch sein, dass eine düstere Marktstimmung auch auf die Ökonomie zurückwirkt. Das nennt man Reflexivität. Ja, hat der Sorge ein Buch drüber geschrieben. Man kann auch sagen, Abwärtsspiralen sind das dann. Ja, und da kommt dann auch gerne Deflation dabei raus. Ich finde, Reflexivität ist ein viel schöneres Wort. Ja, aber Abwärtsspirale finde ich dann Reflexivität, das hat sowieso da hätten wir heute auch, haben wir auch unsere Diskussion heute deswegen, zu. Ja, absolut. Da muss man sagen, wehret den Anfängen. Und deswegen sind die Notenbanken gut beraten, meiner Meinung nach, dagegen vorzugehen, und zwar bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Okay. Massiv. Apropos Notenbank, da hat sich die Bild-Zeitung ja auch auf eingeschossen und die Diskussion, die wir auch schon oft hier geführt haben, hier dann auch mal auf die Titelseiten gebracht. Aber mit hier, so großen Lettern. Mit ganz großen Lettern. Das ist, als ob wir uns 13. August. Komm, schrei mal. Ja. Strafzinsen auf Erspartes. Auch kleine Guthaben sind nicht mehr sicher. Okay. Am Mittwoch, 14. August. Strafzinsen auf Erspartes. So retten Sie jetzt Ihr Geld. Ah? Die Ausgabe hat mir aber ehrlich gesagt gefallen, muss hat ich sagen. Hat sie dir gefallen? Ja, weil da wurde dann wirklich auch prominent eben auf Seite 3 6 Tipps, so schützen Ihr Geld vor der Geldschmelze und unter anderem
Haben die unseren Podcast Punkt, gehört? Ich glaube, unsere Tipps hier abgelehnt. Zweiten Punkt sagen sie, Renditecheck, Aktien oder ETFs empfehlen sie da. Okay. Und zwar eben Aktien-ETFs und erklären auch, was ETFs sind. Aha. Unser Langzeittipps, na, sagen wir immer okay. wieder. Auch noch? Und dann haben sie zum Beispiel auch bei Punkt 3 investieren leicht gemacht, sogenannte Robo-Advisor wie Oscar Quirion oder Gronny. Gronny ist genau, Oscar. Genau, ist wird von Herrn Chapitz gerne, müssen wir dazu genau, sagen. Müssen wir dazu sagen, ja. Aber auch von Holger Tipps? Schon ganz frühzeitig entdeckt. Ja? Und sie sagen halt eben, Geldanlage ab 25 Euro in ETFs ist möglich und dann kalkulieren sie auch mit 8% Rendite, wie wir das auch immer tun, und sagen, da kommt dann eine ordentliche Summe dabei heraus. Also, jetzt sagt es auch die Bild-Zeitung, deutscher Sparer erwache, möchte ich da nur sagen. Und dann gab es nochmal, haben sie nochmal nachgelegt, am Donnerstag, 15. August, auch noch sozusagen über dem Bruch. Sparkassenchef rechnet mit Nullzins Draghi ab. Und da wird dann ein ganzer Brief von ihm abgedruckt, was alles so schlimm ist, weil Draghi die Zinsen Nein, für die ist das die Hölle. Die haben halt ganz viele Kunden, die ihr Geld da hinlegen und Geld ist böse. Das ist wie so eine heiße Kartoffel. Du willst das Geld nicht haben, weil du musst dafür Strafzins zahlen. Kannst den Kunden das aber nicht überwälzen. Was machst du denn da? Ja, aber dann soll er sagen, sozusagen, wir haben ein Geschäftsproblem, weil wir uns verzockt haben mit unserem Geschäftsmodell. Das hat doch nichts mit verzockt zu tun. Doch, eine Sparkasse nimmt das Geld der Anleger oder der Einlagensparer und hat es da drauf. Dieser Brief ist so eine total Generalabrechnung. Eine Sparkasse hat sich verzockt. Generalabrechnung. Ich sag dir, wo sie verzockt haben, okay. Zum Beispiel mit Prämiensparverträgen, die sie bis zum Jahr 2007 aktiv vertrieben haben. Ja, und das, wo sie jetzt die Kunden vor die Tür setzen und einseitig diese Altverträge kündigen. 21.000 hat die Nürnberger Sparkasse jetzt auf einen Schlag gekündigt, weil es da ein BGH-Urteil zu einem Einzelfall gab. Ja, und jetzt sagen die, kündigen wir all diesen Kunden, die bisher mit diesen Verträgen, die sie im guten Glauben und Vertrauen abgeschlossen haben, auf ihre Sparkasse, auf die man noch angeblich vertrauen kann. Und jetzt werden sie einseitig hier gekündigt und ihre schönen Zinsen sind weg. Und das ist halt kein Ding. Wenn ich solche Dinge anbiete, dann müssen die halt auch sozusagen zukunftsfest sein. Ja, kein Mensch kann ja wissen, dass so eine kein Mensch kann wissen. Kein Mensch, ich kann auch demnächst nicht wissen. Demnächst kriegen wir für unsere Hypothekenzinsen noch Geld. Das ist das faszinierend. Du nimmst eine Hypothek auf ich gestern und wirst geguckt. Bezahlt davon? Ja, ich meine, die sind nicht mehr weit davon entfernt. Ja. Die Banken stellen sich drauf ein. Ja. Da gab's jetzt schon wir sind jetzt bei 0,2% bei 10-jährigen Hypothekendarlehen, habe ich jetzt mal geguckt. Also bei Pfandbriefen. Also du hast Pfandbriefe sind 0,26, minus 0,26. Bei fmh.de zum Beispiel kann man gucken, nach Konditionen für Hypothekendarlehen und da sind die Bestdarlehen so ungefähr bei 0,2% für 10 Jahre. Ne? Und wenn da noch ein bisschen was wegkommt, dann kriegen wir was geschenkt. Die Zinsen bei den Bundesanleihen minus 0,7% teilweise bei 10-jährigen Bundesanleihen. Ja, völlig verrückte Welt. Verrückte Welt. Werden dann noch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Aber nicht über diese Welt, sondern über ein ganz neues Instrument. Ja, was möglicherweise hochfähig wird. Ja. Nämlich Helikoptergeld. Ich habe ja schon auf mal den Hubschrauber hier anlassen. Ich habe ja auf dem Rückweg von auf der Hin- und Rückreise nach Kreta. Ich war ja im Urlaub, haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Da wird, glaube ich, auch noch ein Bruder bei dir draußen. Kommt auch noch was raus, ja. Und da haben wir schön bei Netflix dann auf dem iPad endlich Haus des Geldes die dritte Staffel geguckt. Ja, klar. Kann man ja downloaden und dann offline sich das Ganze angucken und macht Spaß. Erzählen, also was passiert? Absolut, ich kann ja nicht so viel hier vorweg verraten, aber Einstieg ist toll. Also sie kommen ja zurück, die haben ja erst den großen Raub auf die Gelddruckerei gemacht in den ersten beiden Staffeln sozusagen, erfolgreich, und haben sich dann auf die Inseln zurückgezogen und jetzt kommen sie eben wieder zurück, die Räuberbande um den Professor, die genialen Schachspieler sozusagen, und fangen erstmal an und schmeißen von verschiedenen Zeppelin lassen sie Geld regnen über Madrid. 114 Millionen Euro lassen sie regnen und stiften so dann ein bisschen Chaos. Das ist ein Konjunkturprogramm. Ist ein Konjunkturprogramm und vor allem sie sichern sich die Sympathien der Menschen. Die sind alle auf ihrer Seite für ihren neuesten Coup und dann starten sie ja den Angriff auf das Zentralbankgold der spanischen Zentralbank. Ja. Okay, und das alles weitere. Welche bösen Folgen das hat. Alles weitere. Aber ich meine, das sind vom nur so Liebling, paar vom Liebling zum Verbrecher. Das macht ökonomische Gags mit drin. Gags. Nein, nicht vom Liebling zum Verbrecher. Die waren vorher Verbrecher.
Ich dachte, die machen auch noch mal. Ich dachte, die machen denen auch noch mal das Gold dann weg. Hast du doch gerade erzählt. Nein, die waren ja vorher schon Verbrecher. Ja, dann sind sie aber Folge auch schon. Und dann werden sie Lieblinge, weil sie Geld schmeißen und dann holen sie das Gold. Nein, sie waren schon immer Verbrecher, aber haben halt in Robin Hood-Manier auch ihr Geld so ein bisschen verteilt. Ich merke schon, ich bin noch so ein Anhänger von linearem Fernsehen. Ich kapiere das nicht mit dem Download und so. Das ist was für Defner. Naja, das schaffst du schon. Kannst du ja von deinen Kindern mal zeigen lassen. Gute Idee. Apropos Kinder. Ja. Der Fritz hat jetzt seine ersten 2 Wochen in der MINT-Schule hinter sich. Oh. Das ist wirklich schon harte Sachen. Der bringt jeden Tag so 10 Kilo Hausaufgaben mit, so aus der Schule. Also ist wirklich richtig, muss sich dran gewöhnen. Und er hat so einen Lehrer, das erinnert so ein bisschen an so alte Zeiten, als die Gymnasiasten noch Primaner hießen. Und, sie müssen jeden Morgen nicht nur sagen, guten Morgen, Herr so und so, sondern müssen auch noch singen dabei. Und zwar mit einer Melodie, die aufmunternd ist. Also ich möchte das auch mal haben, dass du dann sagst, guten Morgen, Bulle, Bär, Chapitz. Ja, wäre das was? Statt hier. Weil danke für diesen guten Morgen. Danke. Ach, für meine Arbeitsstelle. Danke. Super. Ja. Für Bulle und Bär. Du kriegst danke auch Hausaufgaben. Auch ich gebe dir Hausaufgaben. Chapitz ist schon okay, hör auf zu singen. Du kriegst Hausaufgaben auch. Aber jedenfalls, es ist hartes Leben. Es ist halt etwas anderes Leben als das vorher in der Grundschule. Ja, selbst in Berliner Schulen gibt es mal eine Zucht und Ordnung. Also zumindest da auf diesen, und der Lehrer hat auch in seiner E-Mail-Adresse Studienrat stehen. Okay, jetzt hören wir auf, nicht, dass der arme Fritz jetzt lauter schlechte Noten kriegt. Aber ich würde sagen, hier, der wird gleich mal hier auf die Liste mögen gesetzt. Ideale, ja. Wir mögen ideale, ja. Diesen wunderbaren Lehrer. Ein bisschen Zucht und Ordnung kann den Kindern ja nicht schaden. So, wir haben aber nach kleinem Eingangsgeplänk, ach ja, am Tesla sind wir gefahren das letzte Mal. Ja. Hast du noch Feedback bekommen dazu? Ja, der Sommerfeld hat erzählt, der unser Fahrer und Experte, der meint, die sind ja im wahren Leben auch so wie im Podcast. Der war ja bei der Vorbesprechung dabei und meint dann so, die sind im normalen Leben, ändern die sich gar nicht. Das ist nicht so, also es ist authentisch hier. Das kann ja zumindest der Sommerfelder. Er wunderte sich selbst darüber, dachte, das würden wir hier irgendwie unterm Tisch irgendwie spielen, so ein paar Handpuppen oder irgendwas. Nee. Auch wenn wir uns normal im Leben unterhalten, findet das ähnlich statt wie hier. Das war das Feedback. Und ansonsten, fanden das Menschen spannend. Mal irgendwie eine neue Folge und Autos. Ein bisschen autolastig, meinte meine Frau. Wir sind ja nicht so ein Autohaushalt, aber... Na gut, da haben wir auch über Uber-Fahrer da gesprochen. Ja, und deine Idee mit der Gebühr für City-Maut sozusagen. Genau. City-Maut, das ist, kam oder? Haben gleich aber auch die Grünen jetzt letzte Woche dann nach dem Podcast wahrscheinlich in Berlin gleich mal nochmal aufgegriffen und öffentlich diskutiert. Ich glaube, die hatten sie vorher schon, ist klar. Aber ich meine, wir müssen über alles neu nachdenken. Und auch über das Grundeinkommen haben wir nachgedacht. Da gab es Kommentare, ganz viele. Nämlich im Internet haben wir irgendwie 30 oder 40. Das war eine große Debatte. Bei Welt.de kann man ja immer unseren Podcast auch anhören. Genau, kann man auch anhören. Das ist ja sozusagen unsere direkte Seite. Und da gibt es ja zu jeder Folge dann ein sozusagen Kommentarpodium. Genau. Oder wie nennt man es? Da gab es viele, die meiner Meinung waren, viele, die deiner Meinung waren. Und die schrieben so, ja, also wegen dieser Sozialneid. Also viele erzählten Geschichten von ihrem Nachbarn, der zu Hause säße und einfach Sozialneid. Würde. Und sie würden arbeiten, fahren hin und her, würden nur 500 also Euro mehr. Also Sozialneid ist was anderes. Sozialneid ist, wenn du auf Reiche neidisch bist, die ihr Geld verdienen, aber nicht auf einen, der sich durchschmarotzt. Also das ist kein Sozialneid, sondern das ist wirklich ein Missstand, auf den hingewiesen wird. Und da erzählte eben einer sozusagen, dass sie wirklich im Hamsterrad sind, beide arbeiten. Und beide irgendwie pendeln, der eine nördlich von Hamburg, glaube ich, wohnen, ne? 30, 40 Kilometer und die wollen sich gerne an die Wohneigentum leisten, aber es wird immer teurer, vor allem auch die Nebenkosten, kriegen das Eigenkapital nicht zusammen. Und der Nachbar lacht sich eins, harzt und legt am Wochenende nochmal auf als DJ, kassiert natürlich schwarz, wie das so üblich ist, ja, und lacht sich eins und sagt, Edge, bitch. Ja, aber an denen kann man sich nicht fest, an solchen Leuten kannst du ja nicht die Idee festmachen. Ja, aber doch, kannst du schon, weil das ein Beispiel dafür ist. Die gibt es ja heute schon. Die Frage wäre, würde durch so ein Grundeinkommen dieses Verhalten noch verstärkt. Und da bin ich halt anderer Ansicht als du und würde denken, Menschen arbeiten gern, sie haben eine intrinsische Motivation, was zu tun. Und die Jobs, die schlecht bezahlt sind und die einfach auch wie weiß ich nicht, Krankenschwester und so, die würden dann endlich mehr bekommen, weil einfach die Leute merken würden, hey, das ist wirklich eine Leistung dahinter. Ja, die Frage ist halt, kriegen wir da noch genug, die dann sagen, okay, dann stehe ich aber morgens auf und backe Brötchen als Bäcker oder mache die Pflege als Krankenschwester und so weiter und so fort. Ja. Und Marc Friedrich hat uns auch geschrieben, der hat ein Buch geschrieben mit dem DM-Gründer
Götz Werner zusammen. Das ist ja der Verfechter des Grundeinkommens. Mal Friedrich, einer der ganz großen Bären. Ne? Da ist ja. Da bin ich dagegen der ein Bärchen. Ein süßes Teddybärchen. Ja, ganz genau. Mit süßen Kulleraugen. Nein, ja. Friedrich. Bei dem geht es auch nie unter Land. Also da musst du immer, da musst du Ackerland und Wald und solche Sachen. Streuobstwiese. Er hat ja uns ja schon mal geschrieben, dass er so Marmelade kocht dann immer. Ne? Ja. Und sozusagen. Aber der hat auch geschrieben, er war auch ein Gegner mal des Grundeinkommens und hat dann mit Götz Werner darüber diskutiert, nächtelang, wie er schrieb, und hat sich überzeugen lassen und hat da das Buch geschrieben. Jetzt knallt, heißt es, glaube ich, auch klar, natürlich, was knalligerer Titel. Ja. Und da geht es auch um Grundeinkommen. Also ja, das dazu. Ja, das dazu. Also, aber es war auf jeden Fall auch eine schöne Debatte und man sieht, dass über dieses Thema kann man vortrefflich streiten. Letztendlich kann es keiner sagen, wie es ausgeht, weil man weiß einfach nicht, wie Menschen darauf reagieren und ob sie dann, noch Leute arbeiten geben. Aber man muss es machen. Wir sprechen heute über Helikoptergeld, ist ja so ein kleines Grundeinkommen, so ein einmaliges. Ja? Das ist das Problem. Das wäre schon mal ein Anfang. Es ist kein einmaliges und das ist das Problem dieses Konzepts, aber wir kommen später dazu. Ja? Gut. Ansonsten haben wir auch wieder Bulle und Bär jeweils. Jeder darf einmal den Daumen heben und den Daumen senken. Möchtest du gerne anfangen? Vielleicht? Ich würde mit dem Bulle. Ach, das ist Bulle oder Bär? Also du hast heute ein T-Shirt an, auf dem kurioserweise RB Leipzig steht. Wie kommt's? Ich bin gebürtiger Leipziger. Leipziger haben halt gerade mein Spiel gewonnen. Da muss man die Gunst der Stunde gleich mal nutzen. Und ein Bullen der Woche T-Shirt. Es sind zwei Bullen drauf auf seinem T-Shirt. Die so zusammenstoßen und dann... Ja, Gott. Aber es geht um meinen Bullen der Woche. Aber es geht nicht darum, dass meine Mannschaft gut begonnen hat in der Bundesliga, während deine ja... Der FC Bayern, nennen wir es so. Aber es geht auch um den FC Bayern. Es geht nämlich darum, die Fußball-Bundesliga ist mein Bulle der Woche. Und warum ist die Fußball-Bundesliga mein Bulle der Woche? Das liegt daran, dass wir eine magische Marke jetzt knacken werden. Und zwar der erste über 100 Millionen Transfer in der Bundesliga. Wer hat's gemacht? Genau, gelandet haben den Kurt. Man muss sich's leisten können. Muss man dazu sagen. Insofern, mir ist an mir. Also die Bayern haben diesen Coup gelandet mit der Verpflichtung. Der kleine Magier, Philippe Coutinho, kommt automatisch auch mehr Glanz in die Liga, als während die Puristen sagen, er ist ja erstmal nur geliehen für 8,5 Millionen, stimmt. Schnäppchenpreis, wie der Rommelé gesagt. Zumindest die Leihgebühr ist relativ günstig, aber danach haben sie eine Kaufoption und die ist diese 120 Millionen und damit hätten wir dann diese Transfersumme überschritten. Aber man muss sagen, auch das ist ein Schnäppchenpreis, weil ich meine, der FC Barcelona hatte letztes Jahr noch 140 für ihn bezahlt. Ne? Ja, 140 haben die von Kloppo den abgekauft, Liverpool. Und, jetzt siehst du, wie auch Spieler steigen. Und in Barcelona war er da nicht glücklich und jetzt frisch motiviert wird er bei den Bayern ein neues Zuhause für eine Heimat, wo er geliebt wird von Fans, Mannschaft. Die Nummer 10. Das kann der FC Bayern kann einfach solche neuen Leute gut integrieren und motivieren. Das sieht man, die sind dann blühen dann auf bei den Bayern. Gut integrieren. Mal, willst du mich gerade veräppeln? Hast du mal gesehen, wie deine Mannschaft da auf dem Platz stand am Samstag? Wie irgendwie lauter am Freitag, wie die Leute irgendwie so lauter Individualisten da irgendwie rumspielten und kein Spielidee war? Der Trainer ist einfach viel zu subkomplex. Der hat überhaupt keine Idee, wie er coole Spieler zusammenbringt. Ich verstehe auch nicht, was der Hoeneß an diesem Trainer findet. Aber gut, die wollen wir nicht haben, die Diskussion. Auf jeden Fall hätte Bayern dann diese magische Marke von 100 Millionen endlich durchbrochen. Und die Bayern haben die Transfersumme in diesem Jahr dann auf 250 Millionen hochgebracht. Platz 2 der Transfersumme ist Dortmund mit 127,5. Und die haben relativ günstig zugegriffen, beispielsweise bei Brandt. Kennst du Brandt? So ein junger, stürmischer Mensch. Mit 25 Millionen haben sie für den nur zahlen müssen, weil der so eine Ausstiegsklausel hatte. Und deswegen haben sie relativ günstig geschossen. Der gesamte Transfersumme in der Bundesliga, wenn ich diese 100 von den Bayern dazu rede, diese 120, wäre dann 830 Millionen. 830 Millionen. Damit wäre die Saison dieses Jahr schon so hoch wie in der letzten Jahr mit den Wintertransfers nach oben drauf. Und das ist auf jeden Fall ein neuer Rekord. Und wenn du mal guckst, wie die Transfersummen sich entwickelt haben, dann war das so, dass wir eigentlich die größte Inflation seit den 70er Jahren erleben beim Fußball. Wenn du nämlich mal da guckst, ist jetzt aber nicht die EZB mal schuld dran, vor 10 Jahren, vor 10 Jahren hatten wir nämlich erst 250 Millionen in der Bundesliga und 2005, 2006 erst 144 Millionen Transfersumme. Und wenn du das mal hochrechnest auf eine jährliche Inflationsrate, hast du 13,4
20% Inflation seit 2005 mit den Transfers. Und auch die Kader sind wertvoller geworden. Die ganze Bundesliga ist mittlerweile 4,6 Milliarden wert. 4,6 Milliarden ist die ganze Bundesliga wert. Und wenn Geld Tore schießt, dann wäre natürlich der Verein mit dem höchsten Kaderwert, die Bayern mit 886 Millionen, wäre natürlich dann Nummer 1. Dortmund mit 642 Millionen Nummer 2. RB Leipzig mit 522, 3. Leverkusen mit 421 Nummer 4. Und dann am Ende Union Berlin 36 Millionen und Paderborn hat nur 24 Millionen. Und deswegen, ja, als Leipziger braucht man ja da nicht so sehr sich deswegen, darüber beklagen. Ne? Gott sei Dank. Ist bist Frage, ja kein Union-Fan, der dann gleich mal irgendwie die ersten 15 Minuten des Podcasts schweigt. Ja? So, das war diese Nummer. Das ist völlig, völlig absurd. Union total Berlin. Absurd, ja. 15 ich Minuten meine, schweige ich? Oder, ich meine, meine erste Minute ja. in der Bundesliga und dann haben sie auch, ja, und dann haben ihre Jungs dann auch nichts auf den Platz gebracht. Ja. Das ist wahr. Auf jeden Fall muss man sagen, es gibt ja auch Fußballaktien. Wer jetzt glaubt, diese wahnsinnigen Wachstumsraten gäbe es auch beim Fußball. Es ist zwar so, dass die Aktien dieses Jahr gut gelaufen sind. Der Stocks Fußballindex, den gibt es, 12,1% gewonnen. Und Borussia Dortmund hat 20,1% dieses Jahr gewonnen. Aber langfristig sind Fußballaktien wirklich nur was für Fans. Denn im Jahr 2000 ist Borussia, glaube ich, zu 11 Euro an die Börse gegangen und die Aktie ist jetzt bei 9,55 Euro. Naja, aber sie sind fast wieder da, wo sie gekommen ja, sind. Ja, aber wie viele Jahre? Nach 20 Jahren ja, nichts gemacht? Man, ja, Alter, nix. Genau, genau. Sie sind ja. halt erstmal, haben sie zu viel Geld gehabt und so weiter und haben das verzockt. Aber die waren wenn man fast, im fast Tief, pleite. Die waren ja, fast und wenn man da eingestiegen ist, dann konnte man auch mit Borussia Dortmund gutes ach, Geld machen. Ja. Also schade, dass der FC Bayern noch nicht an der Börse ist. Das wäre natürlich die steigende, kontinuierlich steigende Aktie. Da machen wir jetzt eine Wette draus. Machen wir eine Wette. Wir eine ja, Wette wenn wir schon nicht auf FC Bayern Aktien wetten können, dann sage ich den deutschen Meister, dass der FC Bayern, auch wenn das Gesetz der Serie vielleicht irgendwann mal sozusagen zuschlagen sollte und irgendwann die Bayern es nicht mehr schaffen, aber ich glaube jetzt hier mit Coutinho und Hernandez mit der neuen Nummer 10, also das dann haben wird sie eine neue Nummer 11 von Borussia Mönchengladbach noch abgekauft, mhm. Dann haben sie noch Hernandez für ja. 80 Millionen, dann haben sie ja, noch irgendwie Perisic für, ja, weiß ich nicht. Das klingt gut. Und da wird dann schon eine Mannschaft raus, da wird man wieder Anfangsschwierigkeiten haben. Da, ja. Der letzte Saison war es ja auch so, da gab es auch mal ein kleines Tal und am Ende kommt der FC Bayern dann immer gut, wieder raus. Ich wette dagegen, Bayern wird nicht Meister, okay. Das kann nicht sein, dass das hier wird. Mit diesem Trainer nicht. So. Gut, alles klar, die Wette ist klar. Wette ist hier fix, ja? Und weißt du was? Alle gegen die Bayern mal wieder. Du bist ja so ein Kevin Kühnert-Fan, weißt du, wovon der, weißt du, wovon der Fan von ist? Von Arminia Bielefeld, habe genau. ich gehört. Hast ja. auch gehört. Aber er ist kein Fan der deutschen Nationalmannschaft, weil ihm das jetzt wieder zu national ist. Ach, ein armseliges Bürschchen, ja. muss ich sagen. Ach, und Bielefeld, keine Ahnung, ist er. Warum er da jetzt wieder Fan ist. Also, vielleicht wegen. Es ist immer alles sehr gewollt bei Herrn Kühnert, ja. Also, okay. Apropos, wenn du jetzt schon mit Kühnert anfängst, ja, die SPD, die hat auch neulich bei der Wahl von von der Leyen hier gestreikt, ja. die deutsche SPD, angeblich aus Demokratiegründen, weil die von der Leyen ja nicht Spitzenkandidatin war und überhaupt keine demokratische Legitimierung hätte und so weiter. Danke, ja. dass du mich erinnerst. So, und jetzt möchte ich mal nach Bremen gucken. Da haben sie letzte Woche einen Bürgermeister gewählt. Ja, erstmal wurde die SPD abgewählt mit ihrem alten Bürgermeister. Jetzt haben sie sich eine rot-rot-grüne Koalition gesucht. Peinlich auch für die Grünen, dass die da Steigbügelhalter sind und da mitmachen, ehrlich gesagt. Einen neuen Kandidaten, ja. Und haben einen neuen Kandidaten eingestellt, ja. der überhaupt keine demokratische Legitimierung hat. Ja? Das von der SPD. Ja? Die doch, das sieht man wieder die Doppelmoral, vor allem bei den Linken. Und der Herr Scholz, ja, der vor ein paar Monaten noch gesagt hat, nee, also für als Finanzminister hat er keine Zeit, SPD-Vorsitzender zu werden. Jetzt plötzlich wirft er doch den Hut in den Ring. Also, und plötzlich hat er Zeit, komischerweise. Was viel dümmer ist, dass die CDU ihm sogar noch mal ein paar Geschenke macht, damit er bessere Chancen hat zu gewinnen, damit die große Koalition weiterläuft. Das finde ich viel frustrierender, lieber Däffner. Gut, aber eine andere Diskussion. Hast du auch einen Bullen oder einen Bären, bevor wir uns hier in der Politik oder Fußball verreden? Wir fangen mal mit meinem Bullen an und wie gesagt, wir waren jetzt letztes Mal im Tesla gesessen, da konnten wir ja nicht meinen Urlaub aufarbeiten. Im gesessen? Im Tesla gesessen, sagt man das so? In einem Tesla. Das war jetzt ein bisschen umgangssprachlich. Also, der Däffner war im Urlaub auf Greta. Ich war auf Greta. Ne? Greta, als der Franke war auf Greta. Und da war doch auch ein Podcast-Fan da, hat er uns irgendwie mitgeteilt. Hier. Stimmt, das hat er mir auf Instagram geschrieben, im gleichen Hotel. Ja, nachdem ich die Instagram habe, ich habe ihn nicht getroffen. Bist du schon gesichtsbekannt im Greta? Nein, nur weil mein Hotel wurde erkannt auf Instagram. Ich habe dann noch ein paar Fotos am letzten Tag geschickt, aber da war ich dann schon kurz vor der Abreise. Ne? Okay. Nicht, dass sonst wäre das Hotel belagert worden wieder von Fans, ist ja klar.
So etwas demütig. Das konnte ich diesem Modell Demut nicht zumuten. Ich habe es auch nicht Defners genannt. Ich habe auch den Namen sehr nicht schön genannt, aber er hat es dann an den Fotos erkannt, weil er selber da war. So, zurück zu Greta. Und mein Bulle der Woche ist ein... Es ist nicht ganz klar ein eindeutiger Bulle, aber für die Reformbemühungen, die die Griechen gemacht haben, gibt es für mich einen Bullen. Und wir haben auf Kreta, es war eigentlich eine Woche wirklich faulenzen am Pool, am Strand und so weiter, das hatten wir uns da mal verdient, aber wir waren immerhin einen Tag mal in Heraklion, was nicht weit, weit entfernt war. Ja, allein durch diese ganze Podcast-Ärger mit dir, ja. So, und wir haben da eine Bekannte von meiner Freundin getroffen, Bekannte ihrer Mutter, und die lebt schon seit 40 Jahren auf Kreta und arbeitet da im Hotelbusiness und konnte halt auch ganz gut dann beurteilen, wie auch aus Sicht einer Deutschen auf Kreta, finde ich, hat die dann eine ganz gute Sicht der Dinge, wie sich Dinge verändert haben, und hat gesagt, es hat sich wirklich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren, vor allem unter der Syriza-Regierung unter Tsipras, die ja jetzt abgewählt wurde. Aber sie sagt, sie haben wirklich harte Sparmaßnahmen, gut, das sind ja auch ganz offizielle Zahlen, die es da gibt, erlassen die Löhne und Renten sind massiv gesunken, und es ist schon wirklich dramatisch, wie wenig da teilweise verdient wird. Sie erzählte als Beispiel einer Anwältin, also sie sagt halt, die jungen Leute, ihre Tochter zum Beispiel, die studiert haben und so weiter, die gehen irgendwie alle weg ins Ausland und versuchen da irgendwo ihr Glück zu machen. Aber es bleiben natürlich auch viele da, die halt einfach lokal verwurzelt sind, weil ihre Familie, Freunde und so weiter da sind. Und eine Bekannte von ihr arbeitet als Anwältin in Heraklion für 750 Euro im Monat, ja. So, nicht die Stunde. Nein, nicht die Stunde. Dann für 750 Euro im Monat. Das ist dann knapp über Mindestlohn. Der Mindestlohn, der wurde gerade angehoben von 586 auf 650 Euro im Monat. 3,76 Euro pro Stunde. Wurde vorher aufgeheißt, eben der Troika damals massiv gekürzt. Ebenso Renten und Gehälter im öffentlichen Dienst und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, das spürt man als Tourist dann aus, wenn man seine Rechnung anschaut, 24% Mehrwertsteuer, das ist schon ein Wort. Ja. Hat die nicht so eine Inselausnahme? Nee, auf Kreta gab es die. Ich glaube, auf kleineren Inseln, wo keine Ahnung, wo es hatte ich auch mal was von der Ausnahme. 24%, ja, ist schon ein Wort, ja. Okay. Und du kriegst überall, wenn du ein Eis kaufst oder jeden kleinsten Einkauf, kriegst du eine Quittung. Also da sagt sie auch, da hat sich wirklich viel verändert in der Steuerdisziplin, dass die Griechen jetzt wirklich sozusagen konsequent Steuern zahlen, da will sich gerade, dass auch sehr viel kontrolliert wird, auch sozusagen, ob die Leute abrechnen, die Cafés, die Restaurants und so weiter, und ob sie Quittungen rausgeben. Da will sich keiner sozusagen es leisten, seine Konzession zu verlieren. Also da hat sich sehr viel gewandelt, auch in der Alltagskorruption hat sie festgestellt, dass es viel, viel besser geworden ist, und sie hat festgestellt, dass halt diese Vetternwirtschaft von Syriza mehr eingeschränkt wurde, dass eben in den Ämtern und wo überall sozusagen die Vettern von irgendwelchen Amtsinhabern dann saßen, dass das rückgängig gemacht wurde, und war sehr, sehr zufrieden mit dieser Reformpolitik. Fand es schade, dass Tsipras abgewählt wurde, weil er ja sozusagen nach Jahrzehnten endlich mal diese Zwei-Familien-Herrschaft von wechselnden Familien da beendet hat, und jetzt kommt halt mit so ist an die Macht, wieder der wieder Familie aus einer alten Familie kommt, die sozusagen mit der Nea Demokratia eben mit den Konservativen schon lange an der Macht sind. Er hat ja versprochen, er will nicht wieder zurück zu der Wetterwirtschaft, daran wird er sich dann messen lassen müssen. Und hier unsere Bekannte glaubte aber, dass Tsipras auch wieder kommt. Aber man muss sagen, wie gesagt, harte Anstrengungen, und trotzdem arbeiten die Griechen halt hart. Sie sagt auch, sie geben sich trotzdem Mühe, weil sie natürlich wissen auch, die Leute gerade in der Touristik, dass sie halt abhängig sind, und haben auch immer noch diesen, auch wenn sie jetzt die Löhne dramatisch gesenkt haben, immer noch den großen Wettbewerber Türkei, wo halt die Löhne noch mal viel niedriger sind, die Kosten dann eben entsprechend auch für Hotelpersonal, und das spüren sie schon auch, und sie meinte, dass diese Saison jetzt wieder etwas schlechter gewesen sei als die letzte Saison aus ihrer Sicht, das ist jetzt eine rein individuelle Sicht, weil mehr und mehr auch wieder die Türkei, wie das wieder gebucht wird, nach Jahren, wo man da eher etwas vorsichtiger war, gehen die Urlauber halt dann wieder dahin, wo es billig ist. Also für die Sparanstrengungen der Griechen, und sie meinte halt auch, sie fand es immer ganz traurig, wie in Deutschland dann über die Griechen berichtet und geredet wurde, als die faulen Griechen, das sei überhaupt nicht der Fall, und es ist ein sehr fleißiges Volk, das dann unter sehr, sehr hohen Sparanstrengungen sich Mühe gibt. Was wäre in Deutschland los, wenn hier Löhne, Renten und so massiv gekürzt werden würden, das gäbe einen Volksaufstand, und die Griechen erdulden es kräftig und tapfer, und deswegen dafür mein Bulle der Woche. Schön. Würdest du da auch investieren?
Gibt es ja den griechischen Aktienmarkt, der ist ja immer noch weit. Wow, hat sich ja auch wieder ein bisschen gebessert. Du hast ja relative Bankenwerte, die du da hast, weil die Banken immer noch relativ hochgewichtet sind. Aber ich habe kürzlich vor ein paar Monaten auch mal gelesen, dass in Athen auch der Immobilienmarkt, ist auch immer so ein interessanter Indikator, dass der auch jetzt wieder steigt, nachdem er halt vorher auch massiv eingebrochen war. Und dass Athen wieder so ein bisschen hip wird. Athen gilt jetzt so unter den digitalen Nomaden, unter den Künstlern und den Leuten, das neue Ost-Berlin, so nach dem Motto, was Ost-Berlin so damals in den 90ern war, sozusagen ganz wild, billige Mieten und sagen, das ist jetzt dann so. Ja, naja, und aber das ist ja immer die Vorhut dann für Gentrifizierung, hatten wir auch schon mal das Thema, und die Vorhut auch für dann neue spannende Geschäfts. Das sind ja die Leute, die dann wieder Startups gründen und neue kreative Ideen entwickeln. Wir sehen ja, was aus Berlin geworden ist. Sozusagen aus diesem kreativen Sumpf der 90er ist hier eine blühende Startup-Hauptstadt entstanden. Okay. Und das könnte in Athen natürlich dann auch passieren. Also, wir hoffen, dass sich das alles auszahlt und gut auch, dass wir in Deutschland das unterstützt haben. Nicht immer bei allen beliebt, aber letztendlich haben wir das sozusagen auch durch unsere Garantien, wir haben ja kein Geld dahin überwiesen, aber wir haben Garantien übernommen und möglicherweise zahlt sich das aus. Aber es wird nie zurückgezahlt. Gut. Es wird, es sind längerfristige Kredite. Längerfristig bis ins Jahr 2090, 91, 97 gestaffelt, stimmt. Aber es wird bestimmt zurückgezahlt. Ich bin mir ganz sicher. Wir haben ja, der ist ja in Harvard, hat er ja studiert, der Mann, der jetzt am Ruder ist, der mit zu Duck ist. Der ist ganz, ganz, ganz Ich glaube schon, also wenn er das macht, sozusagen unsere Bekannte war da natürlich, hatte ihre politische Meinung, aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass er die Wirtschaft auch wieder in den Sprung bringt, dass er so ein bisschen neue Ideen entwickelt, aber mal gucken, aber er muss halt diese Vetternwirtschaft, wenn er da wieder zurückgeht, das wäre halt verheerend. Klientelismus, wie das so Klientelismus. Schön ist. Ein Klientelismus. Der Chef hat immer das passende Fremdwort. Mein Bären der Woche, weil wir hier schon irgendwie auf die Zeit, die ganze Zeit hier unsere Aufnahme leider drückt immer auf den Handy, guck mal, 35 Minuten schon. Oh. Ja, was ist denn heute los? Der ist heute so aufgeregt. Normalerweise sitzt der hier lockerer und zeigt nicht so auf sein Handy die ganze Zeit. So, mein Bär der Woche. Und zwar gibt es ein weiteres gehyptes Unternehmen, was jetzt seinen Börsenprospekt veröffentlicht hat. WeWork will möglicherweise noch im September an die Börse gehen. WeWork ist ja so ein Immobilienunternehmen, was sich Immobilien erstmal mietet selbst und die dann weiter vermietet, also neu gestaltet, schöne Spaces macht und dann weiter vermietet und damit Geld machen will. Und wie vor allem, sie machen Coworking Spaces, muss man vielleicht dazu sagen, und vermieten halt eben bis in die kleinste Einheit, bis in, sozusagen einen Arbeitsplatz an einen Schreibtisch oder halt einfach das Recht, irgendwo sehen, Schreibtisch zu suchen. Ja. Ist jetzt nicht schöne Idee, nur einfach ein Unternehmen. Nein, natürlich ist es schön gemacht. Und es gibt auch, früher gab es auch noch Freibier, das hat man mittlerweile eingestellt. Auf jeden Fall wollen sie 3 bis 4 Milliarden Dollar einnehmen und die Bewertung, und deswegen ist es mein Bär der Woche, die Bewertung des Unternehmens 47 Milliarden Dollar. 47 Milliarden Dollar wollen die Bewertung sein. Also wenn du dann die 3 bis 4 Milliarden nimmst, hast du dann gerade mal einen ganz kleinen Anteil, den du an die Börse bringst. Und wenn du dir mal die 383 Seiten Prospekt mal anschaust, dann das sprengt wirklich jede Vorstellungskraft. Da hast du beispielsweise so Motto, to elevate the world's consciousness. Das Bewusstsein der Welt erheben und völlig absurd. Es geht ja eigentlich nur darum, dass du den Millennials, die irgendwie prekäre Arbeitsverhältnisse haben, irgendwie einen Coworking-Space bietest und denen irgendwie, so weiß ich nicht, so das Gefühl gibst, dass sie ganz cool und sonst wie sind. Und Gewinne machen die damit nämlich nicht, WeWork. Sie haben nämlich im vergangenen Jahr 1,9 Milliarden Verlust gemacht bei 1,8 Milliarden Umsatz. Also man sieht, es ist völlig absurd. Wenn man jetzt mal die 47 Milliarden Bewertung anguckst, wäre das 26 Mal Umsatz bewertet. 26 Mal Umsatz bewertet. Und klar versuchen die jetzt, wenn du das Prospekt durchliest, dich als Tech-Unternehmen zu präsentieren, als Wachstumsunternehmen. Wenn du mal guckst, hast du 123 Mal das Wort Tech in diesem Bericht drin, und sie versuchen halt irgendwie alles zu machen, um sich als ein Wachstumsunternehmen zu machen. Aber selbst wenn du sie jetzt bewerten würdest wie ein Tech-Unternehmen, beispielsweise wie Uber oder wie Lyft, die ja auch alle Verluste machen und auch alle als Wachstumsunternehmen gelten, dann wäre sie gerade mal 26 Milliarden wert, WeWork. Und wenn du sie wie Immobilienunternehmen bewertest, es gibt ja auch Immobilienunternehmen, die bewertet sind, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben wie IWG oder andere, dann wären sie gerade mal 5 Milliarden wert. Also wenn du sie als normales Unternehmen wie Immobilienunternehmen einstufst. Auf jeden Fall nicht 47 Milliarden. Und deswegen sage ich, mein Bär der Woche ist WeWork. Und das
Problem, was du auch, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, die haben noch nie eine richtige Rezession erlebt. Mhm. Nämlich eine Rezession, das finde ich das ganz große Risiko. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Die haben nämlich langfristige Verträge. Und sie haben ganz kurzfristige Mieter sozusagen. Und dann hast du also so ein Mismatch, so ein Zeit-Mismatch. Und dann kannst du eben relativ... Das ist wie bei der inversen Zinskurve. Ja, oder wenn du als Bank langfristig ausleihst. Meine ich. Und kurzfristig aber nur die Kohle hast. Und dann einmal einen Run on the Bank hast. Genau. Also wenn die Kunden auf einmal nicht mehr das abnehmen, dann hast du ein riesiges Problem. Das ist ein Riesenproblem, das denke ich auch. Ja. Und gerade in Deutschland... Weil sie ja natürlich auch viele an die Freelancer und die, so an die vermieten, also die gerade auch oft kleine Unternehmen oder so oder Einzelunternehmer, die dann halt sich da einfach nur einen Schreibtisch mieten. Und sie haben 40 Milliarden haben sie Verpflichtungen, langfristige Verpflichtungen, 40 Milliarden. Aber weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben einfach so Special Purpose Vehicles gegründet, so SPVs, wie man so schön sagt, dass wenn du das nicht zahlst, es geht nur dieses eine Vehikel mit der einen Immobilie pleite, aber nicht das gesamte Unternehmen. Deswegen können die Landlords, die an WeWork vermietet haben, wenn die Kohle nicht kriegen, können die nicht das gesamte Unternehmen haftbar machen, sondern nur dieses Special Vehicle. Deswegen haben sie versucht, das Problem abzumildern. Aber wenn du dieses Prospekt dir anguckst, allein den Namen Wie, sie wollen jetzt ja Wie heißen, haben sie für 4,9 Millionen vom Gründer abgekauft. Hey, ich verkaufe dir mal das Wort Wie. Für 4,9 Millionen? Hä? What? Also dieses Unternehmen ist so absurd hoch bewertet, hat eine Corporate Governance, die so absurd ist. Gebe ich dir recht. Mein Bär der Woche. Bewertung gebe ich dir absolut recht, aber das Geschäftsmodell finde ich trotzdem spannend zu sagen. Einfach, wir stellen diesen Millennials, die ganz viel als Freelancer arbeiten, flexibel arbeiten, in verschiedenen Städten arbeiten, hier Arbeitsplatz zur Verfügung und die wollen nämlich auch nicht immer nur von zu Hause oder aus dem Café arbeiten, sondern die wollen auch sozusagen anregende Arbeitsumgebung haben und anregend. Die Idee, da triffst du ja oft auch Gleichgesinnte, ergeben sich Netzwerke, sind ja auch bei uns hier im Haus, hier am Potsdamer Platz, wo Weltfernsehen sitzt und da hat WeWork ganz viel Space jetzt eingenommen und bewirtschaftet und man trifft ja dann die digitalen Nomaden oder die Kollegen dann auch teilweise, die einem über den Weg laufen, das sind alles junge, aufgeschlossene Leute. Du meinst, Leute. Gibt dem Job dann einen Sinn? WeWork gibt ich dann, glaube schon, gibt einem digitalen Nomaden da sein. Nein, ich glaube schon, wenn du so ein Einzeldesigner bist, ein Freelancer, dass du lieber irgendwo in einem Großraumbüro sitzt, wo dann auch deinesgleichen sitzen, wo du auch Kontakte knüpfen, gegebenenfalls Geschäftsbeziehungen knüpfen kannst, weil da dann um die Ecke ein Startup ist, die vielleicht ein Designer braucht, mit dem du Mittagessen kannst. Diese soziale Umgebung, die einen normalen Arbeitsplatz immer ausgemacht hat, das ist ja auch für einen sozusagen Freelancer ganz wichtig, dass er nicht immer nur zu Hause sitzt und vor sich hin brödelt. Ja, und deswegen glaube ich ja, ich glaube, das Geschäftsmodell, aber wird es ja auch nicht kaufen. Da hängt ja auch eine Wette von uns drin, wusstest du es? Weil nämlich Softbank hat 10 Milliarden da investiert. Ja, Softbank investiert, aber die haben ja sicherlich günstiger. Die haben ja auch günstiger eingekauft. Ne? Aber grundsätzlich, und was der Chapitz halt immer nicht versteht, dass Startups halt erstmal Verluste machen müssen, um sich dann einfach sozusagen weltweit einen Marktanteil und eine gute Marktstellung zu sichern. Stimmt, du musst das mal und den Kunden was verschenken, das habe ich ganz vergessen. Ja, das war also bei das Amazon. Ist, das ja, ist, du bei fährst, Amazon war das auch so. Als digitaler Nomad, das war ein paar, wir haben darüber diskutiert. Am besten, du fährst mit dem Uber zu deinem WeWork-Space und lässt dich von den Aktionären die Hälfte des Preises finanzieren. Finde ich eine gute Idee. Ja, wunderbar. Ist doch auch aus deiner persönlichen Sicht ökonomisch klug. Ich habe heute schon Uber einmal gemacht. Vielen Dank, liebe Aktionäre. Nur WeWork. Wir haben ja noch hier ein Podcast-Studio. Vielleicht wird sich das irgendwann auch mal ändern. Wenn wir dann auch... gut. Ja. Kommen wir zu deinem Ich habe noch einen Bären. Und zwar der Bau ist ja angeblich, boomt ja so toll in Deutschland und ist sozusagen das noch gesunde Bein, auf dem die deutsche Volkswirtschaft steht, im Gegensatz zur Industrie, die ja schon so in der Rezession ist. Aber die Baubranche rettet uns ja noch ziemlich. Aber auch hier sieht man jetzt schon Bremsspuren. Und zwar im ersten Halbjahr sind die Baugenehmigungen, das ist ja dann der Ausdruck dessen, dass weniger gebaut wird, zurückgegangen um insgesamt 2,3% zum Vorjahr und vor allem für Zweifamilienhäuser sind sie gesunken um 4,7% und die für Mehrfamilienhäuser um 3,2%. Bei Einfamilienhäusern dagegen gab es nur ein kleines Minus von 0,1% und die Baubranche, die sagt, die Politik ist mit Schuld am Negativtrend, insbesondere der Rückgang im Mehrfamilienhausbau sollte mit Blick auf die anhaltende Wohnungsknappheit in unseren Großstädten für die Politik ein Warnruf sein, sagt der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Babil. Denn die anhaltende Diskussion über Enteignung und Mietendeckel könne dazu führen. Ja, gut aufpassen. Die anhaltende Diskussion über Enteignung
Herr Grünert, schöne Grüße. Und Mietendeckel, gerade hier in Berlin, könne dazu führen, dass sich der Rückgang im zweiten Halbjahr fortsetze, denn damit kurbelt man den Wohnungsbau nicht an. Hiermit erreicht man nur, dass sich Investoren zurückziehen, sagte Herr Babiel. Wer hat schon immer gesagt? Der Defner hat es gesagt. Ja, tell him you told him. Ja, ja, ja. Ja, es ist so. Ja? Ich meine, das ist einfach, es ist eine verheerende Politik, die hier von Berlin aus gemacht wird und die sozusagen bei den Sozialdemokraten und Herrn Kühnert vor allem gefallen. Jetzt rede ich nochmal in Rage in Minute 43. Haben das die Leute mal verdient, mal so einen in Rage redenden Defner. Ein kleines Kühnert-Bashing, ja. Gott, das war dein Bär. Das war mein Bär. Was ist jetzt, der Bau kriegt den Bär oder wer kriegt den Bär? Nein, jetzt sag mal, wer den Bär kriegt. Die Tatsache, dass die Baugenehmigungen zurückgehen. Ja, ja. Gut. Ja, natürlich kriegt den Bären die Politik aufgebunden. Ja? Sehr schön. Im Speziellen der rot-rot-grüne Senat in Berlin, der vorangeht, ja, und Herr Kühnert. Gut, kommen wir zu unserem Thema. Herr Kühnert. Bevor wir jetzt hier wieder Schuldige finden. Und, unser Thema passt gut in die Zeit. Unbedingt. Wir haben den Hubschrauber haben wir ja schon gestartet hier am Anfang den Zeppelin. Der und es geht um das Helikoptergeld und die Frage darum, ob das uns retten kann. Und die Notenbanken sind ja, mit ihrem Latein würde man sagen, weitgehend am Ende. Die Welt steht konjunkturell auf der Kippe. Und die Zinsen sind ja schon wahnsinnig niedrig. Jetzt mit Ausnahme von Amerika, wir haben ja schon in Europa rekordniedrige Zinsen. Und wenn man jetzt von -0,4 auf -0,5 oder -0,6% senkt, bringt das nicht mehr wirklich viel. Und selbst wenn ich jetzt das Anleihenkaufprogramm wieder auflegen würde und noch wieder Anleihen kaufe, ich meine, wir hatten es ja vorhin schon, die 10-jährige Bundesanleihe mit -0,7, ob die jetzt bei -0,7 ist oder -0,8 ist, das bringt nicht wirklich einen konjunkturellen Effekt. Und deswegen gibt es diese neue Idee, dass wir mal einen neuen Weg gehen und dass wir, wie kriegen wir mehr Geld in die Wirtschaft, das ist ja die Frage. Und mit niedrigeren Zinsen scheint das jetzt nicht funktioniert zu haben. Da sagen wir, okay, dann müssen wir halt direkt das Geld drucken und direkt in die Wirtschaft bringen. Das ist die Idee, weil wenn ich das Geld zur Verfügung stelle und die Pferde nicht saufen, dann geht's halt nicht. Und wenn ich es aber direkt in die Wirtschaft bringe, dann könnte das ja funktionieren. Und das ist die Idee vom Helikoptergeld, die ist von Milton Friedman. Dass man mit ich wollte mal gerade sagen, die ist ja nicht ganz neu. Nein, die Idee ist nicht ganz neu. Also man, aus dem Jahr 1969, genau, glaube ich. Die Idee ist einfach, ich nehme meinen Helikopter und werfe einmalig Geld ab und sage, es ist einmalig, damit die Leute auch wissen, okay, es ist jetzt nicht dauerhafter Zustand und ich muss nicht mehr arbeiten, sondern einmalig werfe ich Geld ab. Die Leute nehmen das Geld, geben es aus, die Wirtschaft kriegt den Anschwung und dann auf einmal geht es wieder nach oben und man hat ein tiefes Loch, hat man dadurch verhindert, ein konjunkturelles Loch. Was ich für ein Problem damit habe, ist dieses einmalig. Das ist in meinen Augen, wird es nie funktionieren. Und wenn die Notenbank einmal anfängt, so eine Art Konjunkturprogramme aufzulegen und so Sachen zu machen, dann hat sie die Unabhängigkeit gegenüber der Politik völlig verloren. Und dann wird die Politik natürlich versuchen, wenn ich jetzt Trump wäre, der sowieso schon jede Woche einmal den armen Notenbankchef anmacht, dann wird auch in Europa, würden alle denken, so, oh Mann, nächstes Jahr sind Wahlen, da muss ich mal bei der EZB nochmal um einen neuen Helikopter anfragen. Und dann wird es halt so passieren, dass man versucht, einfach aus so einer Behörde, die ja von langfristig denkenden Ökonomen geleitet wird, die langfristig denken und langfristig eine Inflation unter Kontrolle bringen wird, wird er halt zu so einem kurzfristigen, in Wahlzyklen denkenden Behörde werden, die dann irgendwie immer wieder Geld bringen. Der Nachteil ist, wenn man so eine Sache wie in den 70er Jahren, wo es noch keine richtige unabhängigen Notenbanken gab, und dann hätten wir große Volatilität, dann würden die Inflation würde hin und her gehen, die Bondmärkte, also die Anleihenkurse würden hoch und runter gehen, wir hätten keinerlei Planungssicherheit mehr. Wenn ich jetzt einen Tarifvertrag habe, die Gewerkschaften, die könnten ja nicht sagen, weiß ich, was nächstes Jahr oder in 2 Jahren die Inflation ist, müssten automatisch auch höhere Löhne festlegen, der soziale Frieden wäre gefährdet. Oh. Und das ganze Problem wäre mit unabhängigen Notenbanken, was diesen ganzen Vorteil, den wir da gemacht haben, der wäre weg. Und selbst in den 70er Jahren, wenn man mal guckt, Aktien, trotz dieser ganzen Geldschwemme und hin und her und so weiter, haben nicht wirklich gut performt. 70er Jahre waren ein schreckliches Jahr für Aktionäre, selbst die hätten nichts davon. Und deswegen würde übrigens ich sagen, auch für die deutschen Sparer in diesen Zeiten gab es nämlich negative Realzinsen, genau, die immer sich in die alten Bundesbankzeiten zurücksehen, nur an dieser Stelle. Geld ist Mist und deswegen ja, wäre das du verwechselst man jetzt zwei Dinge. Du verwechselst zwei Dinge. Ja? Du gut. verwechselst Helikoptergeld mit der Unabhängigkeit der Notenbank. Was ja? ist das? Das sind zwei vollkommen Unterschiede. Warum? Weil das eine führt nicht unbedingt zum anderen oder das
andere ist keine Konsequenz aus dem anderen, sondern die Notenbank kann ja unabhängig über den Einsatz ihrer Instrumentarien entscheiden, so wie sie das heute auch schon tut. Ja? Und die größten Basher der Notenbank sind eigentlich diejenigen, die ihr das ins Stammbuch geschrieben haben, nämlich die Deutschen. Wir wollten ja eine unabhängige Notenbank in der Tradition der Bundesbank. Mhm. Ja? Und trotzdem wird aus Deutschland immer am meisten an Mario Draghi und der EZB rumkritisiert, wenn sie irgendwelche Maßnahmen erlassen. Und das sind unabhängige Maßnahmen. So. Und da muss man nochmal erklären, Helikoptergeld, du hast es gesagt, ist sozusagen die Ultima Ratio, ist wirklich halt sozusagen das letzte Mittel. Da gibt es vorher noch andere Möglichkeiten, die man machen kann als lockere Geldpolitik. Also das ist ja geschildert, aber die Maßnahmen, das Pulver in diesen Bereichen ist teilweise verschossen und wirkt noch nicht auf die Inflation. Wir haben jetzt gerade, zuletzt wurde die Inflationsrate für den Euroraum nochmal sozusagen in der neuesten Hochrechnung oder in der näheren Kalkulation für den vergangenen Monat auf 1% herunter revidiert. Also die Inflation ist bei 1%, genau die Hälfte der Zielmarke der EZB von 2%. Und der Auftrag der EZB, ich sage es immer wieder, der ist ganz klar, der ist nicht irgendwelche Politiker zu irgendwelchen Wahlen sozusagen zu unterstützen, sondern der Auftrag der EZB, der lautet, diese Zielmarke von 2% zu erreichen und damit für Geldwertstabilität nach dieser Definition von 2% zu sorgen. Dieser Auftrag ist nicht erreicht und deswegen tut die EZB gut daran, sich sozusagen zu überlegen, wie können wir denn dieses Ziel jetzt erreichen? Zumal jetzt eben eine Rezession am Horizont ist und eine Rezession natürlich noch mehr dämpfend auf die Konjunktur und auf die Inflation wirkt und deswegen die gefährliche Deflation immer näher kommt und die zu einem gefährlichen Abwärtskreislauf führen kann. Deswegen ist es absolut gerechtfertigt. Ich glaube ja nie, dass jetzt irgendwie Helikoptergeld im September von der EZB eingeführt wird, auch wenn wir jetzt im September ja damit rechnen, dass die EZB weiter das Geld, Geldpolitik lockern wird und neue Sachen bringen wird. Mhm. Aber ich glaube daran, dass Helikoptergeld einfach so eine Ultima Ratio ist, wenn es wirklich mal wieder eine dicke Krise wie im Jahr 2008, 2009 kommt und sozusagen die Weltwirtschaft oder die Eurowirtschaft am Abgrund steht, dass man sowas durchaus überlegen sollte. Weil, wie gesagt, du hast es ja gesprochen, muss ja gucken, auch das soll ja auch wirken letztendlich. Und das war ja die Idee von Milton Friedman damals, dass er gesagt hat, wenn wir sozusagen das Geld, statt es den Banken einfach immer nur für lau zu geben oder zu leihen oder eben damit Staatsanleihen aufzukaufen und damit wieder irgendwie anderen Investoren das abzukaufen, geben wir es doch direkt den Menschen. Ja, gibt es ein cooles Buch. Direkt den Menschen und dann haben wir doch die größte Chance, dass das Geld dann auch wieder schnell in den Konjunkturkreislauf kommt. Weil wenn die Banken immer, das haben wir ja seit Jahren, dass die Banken sozusagen mit frisch geschöpftem Geld vollgeschopft werden und sich das Geld billigst oder umsonst bei der EZB holen können und weiterverleihen können. Nur wenn jetzt zum Beispiel eine Rezession kommt, dann will ja kein Unternehmen investieren und sich einen Kredit nehmen, dann hilft auch das billige Geld nicht. Du hast den legendären Spruch gebracht, man kann den Druck für die Pferde zwar voll machen, aber müssen die Pferde alleine. Ja. So, da kann Karl man sie die nicht dazu zwingen. Ja. Und die Unternehmen schon gar nicht. Ja? Die werden immer nach der Wirtschaftslage urteilen und dann nicht investieren. Und dann helfen die ganzen Billigzinsen nicht. Lass doch mal eine Rezession kommen. Ja, diese andere Angst vor der Rezession. Ja. Wir können doch auch mal sich bereinigen lassen und jetzt nicht kommt wieder immer dein Totschlagargument. Dein Totschlagargument kommt immer, wenn es um EZB. Wenn du nicht daran glaubst, dass Notenbanken eine Inflation Ziel einhalten sollen, dann braucht man nicht darüber. Das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Okay. Das diskutieren wir jedes Mal. Sondern jetzt diskutieren wir einfach mal, ob Helikoptergeld denn eine wirksame Maßnahme wäre. Das Problem von Helikoptergeld ist doch folgendes. Wenn du einmal damit anfängst, dann ist das keine Ausnahme. Und davon kannst du ganz sicher ausgehen. Das war wie mit den Anleihekäufen. Du fängst damit an und sagst, oh, ist für eine Ausnahme. Machen wir nur ganz kurz. Und wenn dann was Schlimmes passiert, dann setzen wir es wieder aus. Und die Anleihen, die auslaufen, die lassen wir auch wieder, die verkaufen wir auch wieder am Markt. Es ist nie passiert. Was machen wir jetzt? Anleihekäufe gelten mittlerweile als normale Politik. Und deswegen, wenn irgendwas schief läuft, oh, mal wieder Anleihekäufe. Da wird mittlerweile der Gewöhnungseffekt. Ja, das stimmt doch nicht. In Amerika. Wir hätten mit dem Helikoptergeld genau den gleichen Gewöhnungseffekt. Wir würden erst mal sagen, oh, das ist eine Ausnahme, weil ganz schlimm, ganz böse, ganz gemein. Und irgendwann wird denken, och, haben wir einmal gemacht, ist ja nichts schief gegangen, machen wir es doch nochmal. Ja, und du würdest immer wieder damit anfangen. Und irgendwann hättest du ein Geldsystem, wo du Geld druckst, Geld verschenkst, Geld machst. Und es hätte mit einem soliden
Geldsystem, wo du Planungssicherheit und wo du auch, wir hatten vorhin davon gesprochen, dass Leute 2007 oder 2003 oder wann auch immer langfristige Sparprozesse abgeschlossen haben, wo sie wissen wollten, dass ihr Geld dann auch noch was wert ist, dass sie Zinsen bekommen und sonst was. Und wenn du mit diesen ganzen Fuddeleien anfängst, Geld verschenken, Geld drucken, ohne dass dahinter irgendeine Wirtschaftsleistung steht, kannst du sicher sein, irgendwann kommt die Inflation. Das mag jetzt nicht der aber Fall sein. Aber das ist ja das Ziel. Ja, aber doch genau nicht das ist ja das. Nein, das nicht. Staut sich jetzt auf. Und wir haben nicht. Eine Inflation schon, wenn du Aktienwerte anguckst, wenn du Immobilienwerte anguckst, wenn du, ja, wenn DAX du die gesamten... 10% unter dem, seinem Allzeithoch. Wenn du den, wenn du den MSCI-Welt anguckst, hast du hast schon eine Inflation, nur eben nicht bei den Güterpreisen. Aber du hast sie bei Immobilien, du hast sie bei Assetpreisen und so weiter. Und ich meine, dass es jetzt noch nicht in die Güterpreise gekommen ist, okay, aber es geht Glück um gehabt. Die Verbraucherpreisinflation ja, und nicht um irgendwelche Oldtimerpreise oder was auch immer ab und zu mal in die Höhe schießt. Ja, aber du wirst irgendwann, wird diese Inflation mit Macht zurückkommen und dann kriegst du es nicht wieder eingehegt. Und das ist das Problem. Deswegen so viele Experimente machen, das bringt es einfach nicht. Und du hast dann irgendwie die ganze Planbarkeit, die unabhängig von der Notenbank. Es ist wahnsinnig, lange brauchst du, um diese Unabhängigkeit irgendwie auszuprägen, um das Vertrauen in die Notenbank zu haben. Du kannst aber relativ kurze Zeit haben, um das zu zerstören. Deswegen sage ich, Hände weg vom Helikoptergeld. Ja, aber das und lieber mal nochmal, wenn eine Inflation bei 1% ist, mein Gott, früher hätten wir gesagt, die Inflation von 1%, wie geil ist das denn? Und wenn du die Deutschen hätte man fragst, nicht gesagt. Doch, in Deutschland sagen die Leute, 1%, ja, wo habt ihr ein Problem? Und in Deutschland haben wir 1,7% Inflation. Wo ist denn das Problem, bitteschön? Ich muss aber die 2 sein, sonst kommen wir in die Inflation. Völliger Blödsinn. Das ist das Ziel. Du kannst immer alles in Frage stellen. Wenn es nach dir ging, bräuchten wir keine Notenbanken und kein Inflationsziel. Aber das Inflationsziel gibt es nun mal. Und jetzt kann man einfach das vielleicht mal als Gesetz und als Gesetz nehmen. Und es ist deswegen sinnvoll. Es ist deswegen sinnvoll, damit man einen Abstand zur Deflation hat. Ich kann es immer wieder nur mal sagen. Jetzt hält er fast das Glas umgeworfen. Und nein, weil es regt mich einfach auf, weil es immer wieder die gleiche, wieder damit kommst und immer wieder deine totalen Rezession und Weltwirtschaftskrise forderst, damit alles zerstört wird. Ich habe keine Krise gefordert. Ja, das sind immer deine Totschlagargumente. Wir haben früher auch ertragen, dass mal eine Rezession kommt. Warum sollen wir das denn jetzt bitte nicht mehr ertragen? Und nur unter dem Eindruck der großen Krise von 2007 denkst du, jede nächste Krise wird so schlimm wie 2007 und wir müssen alles aufkaufen. Jetzt kannst du gleich nochmal singen wie ein katholischer Priester, das hilft dir auch nicht. Ja, sondern ich bin Protestant, nein, es geht darum, wie gesagt, die Notenbanken haben diese Ziele und das ist nicht nur die EZB, die Amerikaner haben damit angefangen mit Anleihekaufprogrammen und sind auch wieder ausgestiegen. Also es ist doch eine Lüge, wenn du sagst, diese Instrumente werden nicht beendet. Natürlich werden sie beendet, wenn es wirtschaftlich wieder läuft und wenn Inflationsziele erreicht werden. Nur ist Europa halt viel länger in der Krise aufgrund der Staatsschuldenkrise infolge der Finanzkrise. Das dauert hier länger und wir sind nicht aus der Krise, worauf eben die Inflationsrate von deswegen 1% hin steht. Deswegen werden wir die Staatsanleihenkörbe demnächst wieder starten. So, so sieht deine Beendigung des Programms aus. Viel Spaß. Wir sind noch nicht am Ziel. 2% ist das Ziel, 1%. Das muss doch sein. So. Ja, gut. Ich meine, wenn man solche Dinge nicht akzeptiert, braucht man auch nicht drüber diskutieren, über irgendwelche Maßnahmen, ob man es zu erreichen kann. Das ist keine seriöse Diskussion. Sind irgendeine willkürlich irgendwann mal festgelegte Marke in den 90ern. Ja, eine Notenbank ist auch willkürlich, eine willkürliche Institution. Ja, aber und das Grundgesetz ist auch willkürlich festgelegt. Also ich meine, wenn du dich an irgendwelche Gesetze erziele, muss ich doch nicht irgendwie noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist doch völlig, aber irgendwann stelle ich fest, muss ich vielleicht mein Ziel mal anpassen, muss denken, okay, ja, wenn ich zwischen nicht. 1 und 2 habe, reicht es mir auch, muss aber nicht wegen irgendwie ein Zehntelprozentpunkt oder noch, weiß ich nicht, oder es zwei geht hier Zehntel, nicht um Zehntel oder drei Zehntel, muss ich nochmal Milliarden an Anleihen kaufen, jetzt die Leute noch mit Geld zuschütten und sonst was, wegen so ein paar kleiner Prozentpunkte, komm. Also gut, egal. Wir können die Diskussion an der Stelle beenden, weil, wie gesagt, wenn man überhaupt nichts rum. Von Notenbanken hält, die für gut. ein stabiles Geldwertsystem haben, dann kannst du deinen Bitcoin kaufen und kannst von 20.000 auf 3.000 runter und rauf Achterbahn fahren, wenn du derjenige, der stabiles Geld will und irgendwie vertrauen will. Also die Notenbanken sorgen für stabiles Geld, sorgen für eine stabile Inflation, die ist bei 2% definiert. Nicht nur in Europa, weltweit ist es so und weltweit kaufen die Notenbanken anleihen und das ist ein legitimes Mittel und bloß der Chapitz will es einfach nicht kapieren. Nee, es ging jetzt um Helikoptergeld, wenn ich es mal erwähnen darf. Das aber war das nächste du hast Mittel, deine was du ja Argument auch legitim ist. Genau. Das Problem ist, gerne, du kommst von einem Mittel zum nächsten. Erst als Staatsanleihen kauft, dann Helikoptergeld. Ich weiß nicht, was wir noch alles machen wollen. Das Problem ist, du musst ja immer noch was draufsetzen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Musst und das ist das Gefährliche musst an der Geschichte. Nicht. Und du kommst nie wieder raus aus diesem ganzen Fuddelmuddel. Deswegen denke ich lieber mal,
bisschen zurückhalten, einfach mal abwarten, Ruhe bewahren und mal gucken, was überhaupt passiert. So. Und einfach mal die Welt in den Abgrund gehen lassen, Massenarbeitslosigkeit riskieren, wie damals in den 30er Jahren. Und ja, da kommt unter 30er Jahre geht auch keine Krise mehr. Es gibt auch normale Krisen. 2001 in Amerika war der schwächste, war eine einfache, normale Rezession. Ja, aber 2007, 2008, 2009 stand die Welt am Abgrund und deswegen haben die Notenbanken zu Recht gehandelt. Wenn die Notenbanken noch mehr Geld reinpumpen und mehr Blasen schaffen und mehr Spekulationsplan gibt, dann hast du jede Krise so groß. Aber wenn du jetzt einmal denkst, ich lass mal ein bisschen Luft ab und guck mal und lass mal eine einfache Rezession wirken, mein Gott. Es sagt doch auch keiner, dass wir jetzt bei einer Rezession, wie so einer technischen Rezession, was sie vielleicht bekommen, man sofort Helikoptergeld einschaffen muss. Aber man kann sagen, es ist als Ultima Ratio ein gutes Mittel und man hätte ja mal über Vor- und Nachteile diskutieren können. Haben wir gemacht. Ja, aber ich meine, du akzeptierst halt grundsätzlich nicht, dass Notenbanken irgendeinen Auftrag haben. Dass die Notenbanken immer weiter ausweiten ihren Auftrag. Nein, aber je mehr du deinen Auftrag ausweitest, desto weniger unabhängig bist du. Sag mir doch mal, was sollte denn deiner Meinung nach eine Notenbank noch tun, wenn du sagst, wir brauchen kein Inflationsziel, wir brauchen eigentlich, dann brauchen sie ja gar nichts tun. Nein, wenn du feststellst, dass du mit dieser Medizin die Inflation Kräften nicht hochkriegst, musst du einfach sagen, nicht mehr davon, soll dich selber so, vielleicht dann einfach den Patienten sterben lassen. Zack. Ja. Der Patient stirbt doch nicht. Gut. Wir werden es nicht lösen können. Minute 59, Defner. Das ist wie immer unsere Notenbank-Diskussion, auch beim Helikoptergeld. Jetzt gucke ich mir hier meine abgebrochene Pedale an. Das wirkt so ein bisschen wie abgebrochenes Pedal-Diskussion. Ich finde, Helikoptergeld, um es nochmal zu sagen, ist eine gute Maßnahme, dass es direkt beim Verbraucher ankommt. Und du hättest ja mal dazu auch einen Gegenargument sagen können und sagen können, ja, aber vielleicht gibt es den Verbraucher gar nicht aus, weil er Angst spart. Ja, das wäre jetzt mal ein sachliches Argument zum Helikoptergeld gewesen. Das ist natürlich ein Defizit. Aber auf der anderen Seite kann man doch vielleicht davon ausgehen, dass Helikoptergeld, wenn pro Familienmitglied irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro auf die Hand bekommst, und das in ganz Europa, dass ein großer Teil dessen davon doch in der Wirtschaft landet und dann auch sozusagen direkt die Wirtschaft. Oder man könnte es mit Verfalldatum versehen. Das wird der Einkaufsgutscheine. Wir machen digitales Geld, genau. Einkaufsgutscheine und dann bitte aber nur für deutsche Unternehmen oder für, weiß ich nicht, dass wir das bei Amazon ausgeben und dann denen helfen. Dann machen wir Amerika die Konjunktur und dann wird der Trump wieder gewählt. Gut, Defner, das war's. Schreiben Sie uns gerne dazu und schreibt uns bei welt.de dudes. Ja. Oder wir wollten eigentlich nicht mehr über Notenbanken diskutieren, aber leider ist es... Helikoptergeld ist auch ein spannendes Mittel. Ja, ist wirklich, und außerdem hat ja Rehn ja schon gesagt, wir kommen mit was ganz Großem. Also insofern wollen wir sehen, was im Großen dann im September kommt. Die Stunde ist over. Ja, wir sind over. Unsere Argumente sind ausgetauscht. Ja. Ja. Viele haben ja dafür plädiert, die uns immer schreiben, wir sollten einfach länger weiter diskutieren über die Stunde hinaus. Das haben wir geschafft. Also, haben wir wieder für geschafft. All diejenigen haben wir auch mal was getan. Sehr schön. Aber wir machen einen knackigen Schluss. Ja. Schreibt uns gerne wirtschaftspodcast@welt.de. Fünf Sterne, die wir auch. In den jeweiligen Podien. Ja. Fünf Sterne, gute Rezension. Gab es zurzeit wieder sehr gute Rezensionen bei nicht Rezession, sondern Rezensionen bei Apple. Ja, das freuen wir uns sehr darüber und sagen einfach Tschüss und Ciao. Defner und Chapitz. Bleiben wir die Bulle und Bär.